Ich freue mich, dass ich den Prediger des heutigen Tages vorstellen darf. Wir haben jemanden aus Berlin eingeflogen, so sage ich das mal etwas salopp. Als Allianz haben wir einen Vertreter in Berlin, das ist Uwe Heimowski. Begrüßt ihn doch mal ganz herzlich hier vorne. Uwe ist Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz am Bundestag. Er sitzt in Berlin mit dieser Arbeit. Er macht dort viel verschiedene Dinge. Ich war sehr inspiriert von dir zu hören, was du dort machst. Aber nebenbei ist er auch persönlich engagiert. Er ist Vater von 5 Kindern, habe ich mitbekommen. Bis vorhin dachte ich noch, es wären 4, aber das hat sich verändert. Nicht in der Zwischenzeit, aber... Erzieher, Dozent, Coach, Pastor, ein exzellenter Mann. Wir durften ihn schon im ersten Gottesdienst genießen. Wir freuen uns, dass du hier bist, um uns das Wort zu bringen. Aber wir würden dir dankbar sein, wenn du uns auch kurz ein bisschen was über deine Arbeit erzählst. Du hast hinten auch einen Tisch mit ein paar Informationen, wenn du uns daran einfach teilhaben lässt. Vielen Dank, herzlich willkommen, Uwe. Es gibt für einen Prediger nichts Schöneres, als wenn die Leute vorher klatschen, weil hinterher ist es immer nicht so sicher. Die Deutsche Evangelische Allianz ist die älteste Einheitsbewegung der Welt. 1846, also 170 Jahre her, haben sich Christen in Europa, 1000 Leute aus 800 verschiedenen Gemeinden in England getroffen, um zu sagen, Mensch, uns verbindet doch eigentlich mehr, als uns trennt. Und damals war manches Trennende noch gar nicht da. Das war noch 60 Jahre, bevor die Pfingstbewegung überhaupt erfunden wurde, 70 fast. Ja, also trotzdem war genügend da was Trend. Man hat sich getroffen und gerade die Leute aus Minderheitskirchen. Es war damals so, dass die großen jeweiligen Kirchen die Minderheitskirchen ziemlich unterdrückt hatten. Die hatten keine Rechte. Zum Beispiel in Deutschland gibt es erst seit 100 Jahren, seit 1919, Rechte für Kirchen. Und die 60, 70 Jahre davor war es richtig heftig. Man konnte kein Eigentum erwerben als Gemeinde und sowas. Die haben sich also getroffen in London und haben gesagt, was verbindet uns eigentlich? Uns verbindet, dass wir an denselben Herrn glauben und dass wir von dem in der Bibel lesen. Ja, uns verbindet, dass wir gemeinsam Bibel lesen. Uns verbindet, dass wir miteinander beten können. Uns verbindet, dass wir gerne von Jesus weitersagen wollen, evangelistisch oder missionarisch. Und uns verbindet, dass wir für christliche Werte in der Gesellschaft kämpfen wollen. Damals war vor allen Dingen der Gedanke, wir kämpfen für Religionsfreiheit, weil wenn wir dafür kämpfen, dass die Minderheitsrechte in einem Volk, in einem Land geschützt werden, dann sind wir als Minderheit mitgeschützt. Also nicht nur für unsere Rechte, sondern für die Minderheitsrechte aller Minderheiten. Und da schon vor über 170 Jahren gab es also zum ersten Mal diesen politischen Auftrag. Über Jahrzehnte war Allianz dann eher so eine missionarische Bewegung, was auch toll ist. Man kennt sie heute hauptsächlich über die Allianz-Gebetswoche. Aber der Kern, der eine Kern, der da ist, ist, wir wollen Einheit und wir wollen, dass Christen ihre Bestimmung miteinander entdecken. Dazu hat die Evangelische Allianz ein paar Angestellte, die sitzen in Bad Blankenburg. Da ist der Hauptsitz, aber es sind gar nicht viele. Die Allianz hat 1000 Orte, ist jetzt heute, diese Woche Allianz-Gebetswoche gewesen, an 1000 Orten. Es gibt 380 Werke, wie die EMO zum Beispiel, die sich so auf der Basis der Evangelischen Allianz formieren. Missionswerke, Schulen und so weiter, über 380. Aber der Overhead ist ganz klein. Es gibt einen Generalsekretär, es gibt einen Beauftragten für Migration und Integration und es gibt meine Stelle als politischer Beauftragter für christliche Werte in Berlin. Und dann gibt es noch 3,5 Stellen im Büro. Das ist schon das Ganze. Also weniger als ihr hier in der Gemeinde angestellt habt, haben wir Angestellte, also wir hatten auch als Gemeinde, ich war Pastor lange in Gera, mehr Angestellte als die Evangelische Allianz Angestellte hat. Klein. Und trotzdem, glaube ich, sind wir relativ stoßkräftig. Wir bespielen in Berlin zum Beispiel Themen, sagen wir mal, in der evangelisch-protestantisch-freikirchlichen Welt, die eher konservativ sind. Also ein Beispiel, es gibt jetzt diese Gesetzesdiskussion zum Thema ein Verbot der Konversionstherapien. Konversionstherapien sind die Therapien, die darauf zielen, dass Menschen, die homosexuell empfinden, sich verändern. Und es gab
brutale Therapien über die Jahrzehnte. Also da wurden wirklich Menschen mit Zwangsmaßnahmen, mit Elektroschock versucht umzuwandeln. Und das ist schon richtig, sowas gehört verboten. Wenn aber mit verboten wird, dass jemand zum Beispiel sagt, ich bin zum Glauben gekommen und ich merke, dass Jesus an mir arbeitet und dass sich was verändert. Und wenn jemand den begleitet als Seelsorger, das darf natürlich nicht verboten werden. Es muss möglich sein. Ja? Veränderung muss möglich sein und erlaubt sein. Das ist ein Thema, wofür wir kämpfen, zusammen in dem Fall mit der katholischen Kirche, während die evangelische Kirche dann tendenziell eher sagt, ja, ist doch egal. Ja, es kann so bleiben, wie es ist. Also wir sind sozusagen häufig die etwas bibeltreuere evangelische Stimme in Berlin. Wo immer es geht, freuen wir uns, wenn wir diese Stimme auch mit den anderen Kirchen sein können. So gab es zum Beispiel diese Woche die Entscheidung zum Thema Organspende. Und da haben wir Stellungnahmen gegeben, wir haben eine Demo gemacht, gemeinsam mit dem Bundesverband Lebensrecht und gemeinsam mit evangelischer und katholischer Kirche, dass wir gesagt haben, es darf nicht sein, dass der Staat von jedem Menschen verpflichtend die Organe zu sich nimmt, sondern es gehört zur Würde des Menschen, zur Geschöpflichkeit, dass es eine freiwillige Spende ist. Und wir sind auch sehr dankbar, dass das tatsächlich so gekommen ist, dass es so rausgekommen ist, dass dieser übergriffige Entwurf abgelehnt wurde. Also das sind die Sachen sozusagen, die ich hauptsächlich beruflich mache. Wer da ein bisschen mehr dazu wissen möchte, welche Themen wir als Evangelische Allianz haben. Ich habe diese Broschüre mit dabei, Sucht der Stadt Bestes. Und hinten im Eingang und Ausgang ist ein Büchertisch und auch diese Broschüren, die könnt ihr gerne mitnehmen. Es sind leider gar nicht mehr so viele. Im ersten Gottesdienst wurden viel mehr mitgenommen, als ich dachte. Aber nehmt sie euch. Da steht nämlich drin, für welche Themen wir eigentlich stehen. Vom Thema Lebensrecht bis zum Thema Menschenhandel, die Themen, für die wir uns im Bundestag einsetzen. Eine zweite Broschüre, die dort liegt, heißt gemeinsam glauben, miteinander handeln, da stellt sich die Evangelische Allianz vor. Und man nachlesen kann, was ist es eigentlich? Was heißt Allianz? Wir haben diesen Sonntag, aber viel mehr wissen viele nicht. Hier kann man da reinlesen. Dann noch eine Broschüre zu christlicher Glaube und Islam. Eine weitere Broschüre zum Thema frei reden, Zeugnis geben dürfen. Also schaut euch das gerne hinterher an. Und es liegt dort eine Liste aus mit, da kann man seinen Namen und seine E-Mail-Adresse reinschreiben und bekommt 5-6 Mal im Jahr unseren Rundbrief, Bericht aus Berlin. Da geben wir Gebetsanliegen weiter, wir teilen, was gerade so in Berlin los ist. Und man kann also einfach, wenn man diesen Rundbrief bekommt, sich informieren. Wir verlinken sehr viele Informationen und natürlich freuen wir uns sehr, wenn Leute uns auch im Gebet begleiten. Daneben liegt ein Büchertisch, da sind unterschiedliche Bücher dabei. Ich habe für einen Abgeordneten seine Biografie geschrieben, zum Beispiel so als Ghostwriter, ein Christ, der im Bundestag gelandet ist, ganz spannend. Wie ist das eigentlich, kann ich christliche Werte da leben oder nicht? Dann sind so ein paar kleine Büchlein mit geistlichen Gedanken aus dem Familienalltag und dann mit geistlichen Gedanken verbunden. Und es sind noch zwei Bücher, die ich euch empfehlen möchte. Das eine ist dieses kleine hier. Ich habe ja 5 Kinder und meine Kinder haben immer gesagt, Papa, schreib doch mal ein Kinderbuch. Das ist zwar kein Kinderbuch, aber es hat immerhin schon mal das Pixie-Format. Und es ist genau in der Größe, dass Männer oder Leute, die viel beschäftigt sind, es trotzdem lesen können. Also wir haben nämlich die Kerngedanken aus dem Leben von William Wilberforce zusammengefasst. William Wilberforce war ein gläubiger Politiker in England, der auf dem Herzen hatte, den Sklavenhandel abzuschaffen. Er ist mit 21 Jahren ins Parlament gewählt worden, wenige Jahre danach hat er sich bekehrt, hat John Newton, einen ehemaligen Sklavenhändler, der das Lied Amazing Grace geschrieben hat, getroffen und war so überwältigt davon, dass er gesagt hat, Mann, da ist ein Elend, da sind Menschen, die Gott lieb hat und sie werden versklavt, das können wir nicht zulassen. Und hat dann über 20 Jahre lang immer wieder den Antrag eingebracht, den Sklavenhandel abzuschaffen und schließlich ist es ihm gelungen. Ein inspirierender Typ dafür, wie man als Christ auch langfristig an Themen dranbleiben kann. Und wir wollten, dass viele das wissen, deswegen haben wir das aufgeschrieben, ein Freund von mir, ein Abgeordneter und ich. Und dann, wer sich so interessiert, für was sind eigentlich christliche Werte in der Politik, wie ist es eigentlich mit Bibel und Politik, ich habe ein kleines Büchlein geschrieben, das heißt Der politische Jesus. Und das sind Aufsätze, Essays, Bibelarbeiten zum Thema Christ und Politik. Völlig klar ist, Jesus war kein Politiker, aber seine Botschaft ist hochpolitisch. Zum Beispiel, wenn wir sehen, dass Jesus von Freiheit spricht, wenn Jesus von Heimat spricht. Wenn wir zum Beispiel den Text nehmen für heute, um den es jetzt in dieser Predigt geht. Der Text steht in Johannes 14, die Verse 2 bis 3. Jesus spricht, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen.
Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Als ich vorhin hier reingekommen bin, stand ein ganzes Team von Leuten, die hatten auf ihrem T-Shirt Willkommen zu Haus. Willkommen zu Haus. Als wir hier reinkamen, als wir vorhin hier reinkamen, stand es hier auch Willkommen zu Haus. Heute ist das Thema, wo gehöre ich hin? In das Haus des Herrn. Und das ist nichts anderes als das. Willkommen zu Haus. Ich finde, das ist das beste Thema, was man in dieser Woche hier in dieser Welt heute zutage sozusagen bringen kann. Willkommen zu Haus. 70 Millionen Menschen sind auf der Flucht. 70 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Von diesen 70 Millionen ist die Hälfte Kinder. Menschen, die nicht wissen, ob sie jemals wieder nach Hause kommen. Ich war letztes Jahr im Nordirak, in der Ninive-Ebene, und da ist in der Nähe die Stadt Mossul. Die Stadt Mossul hat 500.000 Einwohner gehabt, 2014. Davon waren 50.000, also 10% Christen. Es gab 5.000 Soldaten in der Stadt, die Stadt gesichert haben. Und dann kamen 500 IS-Kämpfer und haben über Nacht die Stadt erobert. Wie ist das gelungen? Wie haben sie das geschafft? Sie haben das geschafft, indem sie vorher den mit ihnen befreundeten muslimischen Gruppen sozusagen gesagt haben, wir kommen dann und dann und wir verschonen euch, wir nehmen nur die Christen und die Jesiden. Und dann sind in der Nacht die Nachbarn rausgegangen und haben ein N, arabisch N für Nazarener, also für Christen an die Häuser gemalt. Und als der IS kam, wussten sie genau, welche Häuser sie angreifen mussten und wen sie verschonen konnten. Die Jesiden wurden umgebracht. Den Christen, weil sie ein Volk des Buches ist, wurde immer noch angeboten, ihr könnt mit uns verhandeln, ihr könnt gegen große Gebühren sozusagen, könnt ihr hierbleiben, die sind aber auch über Nacht verschwunden, sind geflüchtet. Wenn jetzt jemand aus der Ninive-Ebene in Deutschland ankommt, der IS ist besiegt, kann der wieder nach Hause? Kann der jemals wieder neben diesen Nachbarn leben? Gibt es für den überhaupt noch einmal im Leben die Option, dass es für ihn eine Heimat gibt, ein Nachhausekommen? Wahrscheinlich nicht. Ich hatte in meiner Gemeinde einen Russlanddeutschen, einen älteren Herrn, und der hat mir mal gesagt, weißt du, Uwe, es ist so verrückt, ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, wo ich hingehöre. In Russland, da waren wir die Fritzen, die Faschisten, die Deutschen, und dann sind wir 1990 als Spätaussiedler nach Deutschland gekommen und hier waren wir immer die Russen. Wo gehören wir eigentlich hin? Wo gehören wir eigentlich hin? Immer mehr Menschen stellen sich diese Frage, wo gehöre ich hin? Immer mehr Menschen haben das Gefühl, sie sind irgendwie verloren, aus unterschiedlichen Gründen. Es gibt zig Familien, da sind nicht mehr Vater und Mutter, sondern die Familien sind kaputt. Und da hat man das Gefühl, wo gehöre ich hin? Gehöre ich zum Vater oder gehöre ich zur Mutter? Und die beiden streiten sich. Und wie werde ich beiden gerecht oder keinem gerecht? In einer medialen Welt, in der man sich immer mehr stylen kann, diese Frage, wo gehöre ich hin? Wo gehöre ich hin? Und genau in diese Lebenssituation, von uns hinein, redet Christus, weil die Worte der Bibel sind immer aktuell, je aktuell. Sie sind lebendige Worte. Und heute sagt Jesus, du, ich habe für dich, wenn du so entwurzelt bist, eine Wohnung vorbereitet. Ich habe für dich, wenn du im Nordirak keine Heimat findest, wenn du aus dem Russland hierher gekommen bist, keine Heimat findest, wenn du deiner Familie keine Heimat gefunden bist, ich habe für dich eine Heimat. Bei mir kannst du nach Hause kommen, ich habe eine Wohnung für dich vorbereitet. Ich sehne mich nach dir. Wenn ich das im Osten Deutschlands, wo ich lebe, in Gera, bei uns sind noch 8% der Menschen sind Kirchenmitglieder, die anderen 92% nennen sich Atheisten. Wenn ich da den Leuten das so erzähle, dann sagen die, ja, das ist doch Blödsinn, aber das, was du da von Gott sagst, aber man kann ihn ja nicht riechen, nicht schmecken, nicht hören, nicht sehen und so. Sag ich ja genau, das ist der Punkt. Wie, das ist der Punkt? Der Punkt ist, Gott hat uns eine Wohnung vorbereitet, aber wir sind auf der Flucht. Wie, wir sind auf der Flucht? Ich kenne Gott nicht, habe mich nie auf die Flucht gemacht, sag ich ja. Es ist wie mit den Eltern, die geflüchtet sind und deren Kinder einfach mit dabei sind. Wir sind auf der Flucht, weil Adam und Eva von Gott weggelaufen sind und wir sind mit weg.
Wir müssen erst umkehren, erst zurückkommen, damit wir überhaupt wieder dahin kommen. Aber dieses Angebot, zurückzukommen ins Vaterhaus, das gilt für jeden. Jeder Mensch. Jeder Mensch. Und wer dieses Angebot wahrnimmt, wer erkennt, wie der Weg ist, der bekommt ein Zuhause. Das Spannende ist, dass wir nicht dieses Zuhause suchen müssen, sondern dass Gott sich auf den Weg gemacht hat, um uns zu suchen. Wir hatten eine Familie in der Gemeinde, da kam die Frau, auch aus Syrien, da kam die Frau und der Sohn. Und auf dem Weg in der Türkei haben sie den Vater und zwei Töchter verloren. Die wussten nicht, wo sie waren, 3 Jahre lang nicht. 3 Jahre lang nicht, ob die noch leben, ob es noch irgendwo gibt. Und irgendwann, die haben alles in Bewegung gesetzt, über das Rote Kreuz, über Suchdienste, über die UNO, alles zu Hause, die Verwandten angefragt. Und dann irgendwann kam das Lebenszeichen. Die haben alles gemacht, um sie zu suchen. Ich kann mir das nur so ein bisschen vorstellen, weil ich mal mit meinem Bruder zusammen auf meinen Neffen aufgepasst habe. Da waren wir so Bengels. Mein größerer Bruder war viel älter und er hatte schon einen Sohn. Und wir waren am Strand und haben eine Burg gebaut und irgendwann war es uns langweilig. Und dann haben wir den Dreijährigen da gesagt, du bau du mal weiter, wir gehen mal kurz schwimmen. Und als wir wiederkamen, war der natürlich nicht mehr da. Auf dem Strand, am Strand auf Röm in Dänemark. Panik, dass dieser Junge weg ist. Panik. Und wie viel mehr, wir haben ihn dann wiedergefunden zum Glück. Da saß irgendwo bei einer tollen Familie, hat Eis gegessen ohne Ende und hat uns nachher das, also dem ging es gut. Aber ich kann nur ansatzweise nachvollziehen, was es heißen muss für diese Familie, dass sie getrennt waren. Und was muss es heißen für einen Gott, der dich geschaffen hat und der mich geschaffen hat, dass wir verloren gegangen sind? Dass wir ohne ihn leben. Was muss es bedeuten für einen Gott, wenn er die Auswirkungen sieht, wenn er eigentlich Menschen in Frieden leben wollte und jetzt ist Krieg, wenn er eigentlich Gerechtigkeit wollte und jetzt ist Ungerechtigkeit, wenn er Liebe wollte und jetzt ist Hass, wenn er Treue wollte und jetzt ist Fremdgehen. Was muss es bedeuten für diesen Gott, dass wir ohne ihn leben? Und weil das so schlimm ist, hat Jesus gesagt, wisst ihr was? Stimmt, die Menschen können mich nicht sehen, nicht riechen, nicht schmecken, nicht fühlen, nicht hören. Und deswegen werde ich Mensch, deswegen gehe ich auf die Erde, deswegen suche ich sie, deswegen mache ich mich auf. Weil dann können sie sehen, wie ein Mensch redet, wie Gott redet, was göttliche Worte sind. Dann können sie sehen, wie ein Mensch handelt, nämlich wie göttliches Handeln ist, indem er Menschen geheilt hat und gesegnet hat und befreit hat. Dann können sie riechen, wie der Wohlgeruch Gottes ist, nämlich indem er nicht eitel ist, sondern indem er das Wohl der anderen sucht. Indem er da bereit ist, dass eine Sünderin, eine Frau, die in der Prostitution war, ihm die Füße salbt. Ja, was könnte ein Wohlgeruch sein, als dass diese Frau umgekehrt ist? Ich komme auf diese Welt. Ich leide auf dieser Welt. Ich sterbe auf dieser Welt. Ich erlebe den Tod, die Gottverlassenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich erlebe alles, was diese Menschen auch erlebt haben, damit sie an mir sehen können, dass nicht sie verloren gehen müssen, sondern dass ich Stellvertretendes für sie trage. Und dieser Jesus ist auferstanden. Und dieser Jesus, der sich auf den Weg gemacht hat, dieser Auferstandene sagt, und du, mit dir möchte ich in meines Vaters Haus leben. Du, ich möchte, dass du mit dabei bist. Und wer das versteht, wer das in seinem Herzen versteht, dass Gott ihn ruft, für den beantworten sich 3 zentrale Lebensfragen. Die erste heißt, wo komme ich her? Die zweite, wo gehöre ich hin? Und die dritte, wohin gehen wir? Wenn ich verstanden habe, dass Gott mich wirklich ruft, beantwortet das in meinem Leben die Frage, wo komme ich her? Ich selber komme aus einem kaputten Elternhaus. Mein Vater war Alkoholiker. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, da war ich sehr jung. Alle in meiner Familie sind suchtkrank geworden. 2 davon leben schon nicht mehr in der Folge ihrer Sucht. Ich selber war suchtkrank. Und ich war der von den Kindern zu Hause, der am meisten wie mein Vater ist. Was dazu führte, dass meine Mutter, die dann wieder verheiratet war, immer irgendwann gesagt hat, du bist wie dein Vater. Wenn ich 5 Sachen gut gemacht habe und eine Sache schlecht, dann hieß es immer, du bist wie dein Vater. Du bist wie dein Vater. Wozu hat das geführt in meinem Herzen? Das hat dazu geführt, mein Vater war das Monster, der Böse, der Alkoholiker, der sie geschlagen hat, der sie vergewaltigt hat. Also bin ich auch so einer.
Und wenn mir was gelungen ist, wusste ich immer, ja, das nächste geht sowieso wieder schief. Du wirst nie etwas schaffen. Und als ich dann Jahre später in einer echten Lebenskrise Christen hatte, die mich mitgenommen haben in die Gemeinde, die mir von Jesus erzählt haben und dann wirklich in einem absoluten Tiefpunkt auf meine Knie gegangen bin und gesagt habe, Jesus, komm du bitte in mein Leben. Da hat sich etwas so zentral verändert. Da habe ich plötzlich eine Sehnsucht in meinem Herzen gespürt, gemerkt, ich bin nicht der so ist wie ein Vater, sondern da gibt es noch einen Vater, der hat viel früher angefangen. Der hat viel früher Ja zu mir gesagt, als mein leiblicher Vater und meine Mutter jemals Nein zu mir sagen konnten. Viel, viel früher. Wer Jesus kennt, wer Jesus kennenlernt, wer erlebt, dass er sich auf die Suche macht, der weiß plötzlich, ich weiß, wo ich herkomme. Ich komme nicht nur aus den Hüften meines Vaters und aus dem Bauch meiner Mutter, sondern ich bin von Gott gewollt und geplant. Und da gibt es auch keinen Unfall, sondern jedes einzelne Kind ist von Gott gewollt und geplant. Das ist übrigens einer der Gründe, warum wir... Danke. Das ist einer der Gründe, warum wir als Evangelische Allianz in politischen Berlin auch für den Lebensschutz uns so einsetzen. Nicht, weil wir Menschen, Frauen sagen wollen, ihr seid böse, ihr seid Mörderinnen, sondern wir wollen, dass die Kinder, die in ihnen leben, leben dürfen, weil Gott einen Plan, eine Idee für diese Kinder hat, weil er sie liebt, weil selbst unter miesesten Umständen da noch was draus werden kann, weil Gott ein Leben verändern kann. Hätte mir mal jemand gesagt vor 30 Jahren, als dieser Chaosfamilie, dass ich selber mal verheiratet sein würde, in diesem Jahr 25 Jahre, so alt bin ich schon, und 5 Kinder kriegen würde, ich hätte das nicht geglaubt. Aber Gott kann das möglich machen. Gott kann uns eine neue Identität geben. Gott kann uns sagen, wo wir herkommen. Eine neue Identität. Also, wer diesen Jesus kennenlernt, wer das ernst nimmt, wer weiß, der bekommt eine neue Identität. Übrigens, in der Folge, wenn ich weiß, dass meine Identität in Gott ist, muss ich übrigens auch meine Mutter und meinen Vater nicht mehr verachten oder hassen. Sondern ich kann an den Punkt kommen, dass ich sage, Mensch, ohne die wäre ich nicht das, was ich heute bin. Sie sind nicht nur verantwortlich für das, was schiefgegangen ist, sondern sie haben mir überhaupt das Leben geschenkt, das Gott verändern konnte. Ja, wer eine Heimat findet bei Gott, der kann sich auch versöhnen mit seinem Zuhause, mit seinem Elternhaus. Weil er weiß, okay, da hat etwas verfangen, da ist etwas da, was tatsächlich wert ist, dass man es wertschätzt. Da hat Gott etwas Gutes hineingelegt, selbst in die kaputteste Familie. Nur durch sie konnte ich das werden, was ich bin. Und manches von dem, was ich in meinem Leben dann später gemacht habe, ich habe meine Gruppe für suchtkranke Jugendliche gegründet, ich habe mal einen Hospiz für AIDS-Kranke mitgegründet, habe relativ viele verschiedene Sachen gemacht, haben genau damit zu tun, dass ich diese kaputte Geschichte habe. Das heißt, gerade diese kaputte Geschichte ist für andere Menschen zum Segen geworden. Ein guter Freund von mir, der auch ohne Vater aufgewachsen ist, der hat 7 Kinder, hat gesagt, seine Berufung als Vater ist da entstanden, als sein eigener Vater weggelaufen ist. Gott hat genau das, was sein größter Mangel war, bei ihm so heile gemacht, dass er das wieder weitergeben wollte. Gott kann das. Gott kann das. Die zweite Lebensfrage ist die, wo gehöre ich hin? Was ist mein Platz? Was ist meine Berufung? Meine Kinder sind zwischen 10 und 23 und die 23-Jährige und der 21-Jährige und die 19-Jährige, die sind jetzt aus dem Haus. Und die fragen natürlich, was ist meine Berufung? Wo geht mein Weg hin? Was soll ich machen? Meine Tochter war in Südafrika, für die war immer klar, ich möchte Lehrerin werden oder ich möchte Sozialpädagogin werden. Und dann kam sie wieder und sagte, die haben so viele Lehrer da, die haben so viele Pastoren da, die haben alles da, die haben nur niemanden, der für ihre Rechte kämpft. Und hat angefangen, Jura zu studieren. Ja, aus dieser Begegnung heraus eine Berufung gefunden. Wer mit Jesus unterwegs ist, der erlebt auf diese Frage, wo gehöre ich hin, auch eine Antwort, nämlich Jesus sagt uns ganz klar, in meines Vaters Haus ist eine Wohnung für dich. Wenn du zu mir gehörst, dann habe ich für dich einen Platz in diesem Leben, den ich für dich speziell einrichte. Und dabei gibt es keine bessere und keine schlechtere Berufung, sondern dabei gibt es jeweils eine ganz spezielle Berufung, wo jeder hingehört, nämlich an die Seite von Jesus.
Und da gibt es dann nicht mehr geistlich und nicht geistlich, da gibt es diese Sphären nicht mehr getrennt, sondern wir sind immer mit Jesus unterwegs. Ich bin in meiner Ehe mit Jesus unterwegs, ich bin in meiner Stille mit Jesus unterwegs, ich bin auf meiner Arbeit mit Jesus unterwegs. Es ist immer mit ihm in Gemeinschaft. Ja, und aus dieser Gemeinschaft heraus möchte er mich zum Segen setzen, weil ich einen Platz gefunden habe. Er möchte, dass ich einen Platz finde in meinem Leben. Und dann, egal wo man ist, kann man etwas bewirken. Ich habe vorhin schon die Geschichte erzählt, dass mir mal ein Bäcker sagte aus der Gemeinde, ach, wenn ich doch nur so einen tollen Berufung hätte wie du, ja, immer predigen können und so. Und ich habe gesagt, ja, du siehst das völlig falsch, weil sonntags morgens, wenn ich gute Brötchen kriege, predige ich dreimal so gut, wie wenn ich keine guten Brötchen kriege. Das heißt, ich kann zwar predigen, aber du kannst meine Predigt verdreifachen. Wichtig ist, dass man weiß, wenn ich zu Jesus gehöre, wenn ich den Platz am Vaterhaus gefunden habe, wenn ich zu ihm gehöre, dann ist auch die Frage, wo ist mein Ort? Und da, wo ich bin, kann ich für ihn was bewirken. Da, wo ich bin, kann ich für ihn was bewirken. Mich fragen manchmal Leute, was kannst du denn im Haifischbecken Bundestag bewirken? Das ist auch schon gehört, Leute sagen Haifischbecken Bundestag. Dann sage ich immer, naja Leute, also Haifischbecken ist überall, ja. Die Leute in Berlin, die sind nicht böser oder schlechter als irgendwo anders sonst. Ja, also Haifisch kann überall sein. Korrupt sind Menschen auch in der Firma, in der Wirtschaft oder so. Im Gegenteil, in Berlin erlebe ich viele, die Verantwortung übernehmen. Aber die Frage ist, was kannst du da eigentlich bewirken? Was kannst du da machen? Manchmal können wir was bewirken. Wir haben mit dafür gesorgt, dass es in Berlin jetzt einen Beauftragten für Religionsfreiheit gibt von der Bundesregierung. Das hat die Evangelische Allianz seit über 10 Jahren gefordert und seit zwei Jahren gibt es das. Auf Initiative der Evangelischen Allianz. Ist toll, also es gibt jemand, der dafür sorgt, dass dem Bundestag ein Bericht vorgelegt wird, wie die Religionsfreiheit in den einzelnen Ländern ist. Ich könnte andere Themen nennen, was wir bewirken konnten. Und was noch ganz spannend ist, man kann einfach auch Salz und Licht sein. Also nicht nur das Große bewirken, nicht nur die großen Themen bespielen, und das sind die Themen Menschenhandel, Christenverfolgung und so. Es gibt noch was anderes. Vor einiger Zeit rief mich eine Frau an und sagte, Herr Hemowski, ich war heute verabredet mit Frau, ich nenne die jetzt mal Müller, ich möchte den Namen nicht nennen. Das ist eine Abgeordnete und so, und ich kann aber nicht, mein Zug ist ausgefallen, und können Sie die mal von mir grüßen? Ich kenne die Frau Müller überhaupt nicht. Ja? Und dann googelt man das mal kurz, Frau Müller, aha, so sieht die aus, steckt das wieder ein. Und an dem Tag hatte ich noch einen Termin im Bundestag, wollte einen anderen Abgeordneten treffen und stehe im Fahrstuhl, und am Fahrstuhl ist eine Frau, und ich gucke die an, und ist das nicht die, die ich vorhin gegoogelt habe? Er sagt, guten Tag, sind Sie vielleicht Frau Müller? Ja, ich bin Frau Müller, also eine Bundestagsabgeordnete. Ich sage, entschuldigen Sie, dass ich Sie jetzt so überfalle, ich soll Sie von der und der Person grüßen. Dann sagt sie, wie kommen Sie dazu zu grüßen? Ja, ich bin bei der Evangelischen Allianz. Ach, wie, Sie sind bei der Evangelischen Allianz? Wirklich? Und ich habe mal gehört von Ihrer Stelle, sind Sie auch Pastor, oder? Ja. Haben Sie jetzt gerade Zeit, fragt sie mich. Ich so, ja, ich habe Zeit. Dann kommen Sie doch mal mit in mein Büro. Und dann saß sie in ihrem Büro, und die Frau war gerade total fertig, weil kurz vorher, wenige Wochen vorher, ihr Mann gestorben ist. Und sie hatten eigentlich gemeinsam entschieden, dass sie in den Bundestag geht und er auf die Kinder aufpasst. Die hatten Zwillinge. Und der Mann ist völlig unvermittelt an Herzinfarkt gestorben. Und die Frau hat einfach eine Dreiviertelstunde ihr Herz ausgeschüttet. Und zum Schluss haben wir miteinander gebetet und ich konnte sie segnen, und seitdem stehen wir in Kontakt. Ist das Wirksamkeit? Damit haben wir kein Gesetz geändert. Aber wir konnten Salz und Licht sein. Und dieses Salz und Licht sein kannst du an der Uni. Das kannst du an der Schule. Das kann man im Bundestag, das kann man überall. Wenn man bei Jesus zu Hause ist, kann man dort, wo man hingestellt ist, Zeuge für ihn sein. Wer bei Jesus seine Heimat findet, findet Antwort auf die Frage, wo komme ich her? Er findet Antwort auf die Frage, wo gehöre ich hin? Und er findet Antwort auf die Frage, wo gehe ich hin? Wo gehe ich hin? Eines der brutalsten, schwersten, schmerzhaftesten Erlebnisse meines Lebens war der Tod meines kleinen Bruders. Ich habe da auch ein kleines Büchlein drüber geschrieben, über Trauern und den Umgang damit.
Mein Bruder war 3,5 Jahre jünger als ich. Wir waren ganz dick befreundet, ganz viel zusammen gemacht, ganz viel erlebt. Und irgendwann bin ich dann ausgezogen und so. Ich habe ihn überredet, seinen ersten Joint zu rauchen. Und dann bin ich irgendwann zum Glauben gekommen. Er auch. Aber nach einer Weile wollte er damit nichts mehr zu tun haben. Ist erst in die Satanisten-Szene reingerutscht, dann in harte Drogen, war irgendwann auf Methadon und war irgendwann so kaputt und so verzweifelt, dass er vom Haus meiner Eltern, die haben in so einem Hochhaus gewohnt, vom 13. Stock runtergesprungen ist. Ich kriegte dann den Anruf, Uwe, Frank ist tot. Ich bin da hingefahren, ins Krankenhaus und er lag im Leichenschauhaus. Ich weiß nicht, wer schon mal eine Leiche im Leichenschauhaus gesehen hat. Er war kalt, das Gesicht war zermatscht, 13. Stock runtergefallen. Und ich bin nur auf die Knie gefallen, ich habe geweint. Und in mir war nur eine Frage die ganze Zeit. Frank, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich wusste, er hat mal einen Anfang mit Jesus gemacht, aber ich wusste auch, er hat sich jetzt das Leben genommen und er war in Drogen und hat zwischendurch mit Satanismus experimentiert. Ich war so verzweifelt, dass ich das nicht wusste. Fast noch schlimmer als der Abschied nehmen und das Trauern war dieses, wo bist du eigentlich? Und die Frage bleibt offen. Sie bleibt offen. Wenige Jahre später, 1,5 Jahre später, sind meine Mutter und mein Stiefvater innerhalb von ganz kurzer Zeit an Krebs erkrankt. Alle beide. Beide hatten Lungenkrebs, waren starke Raucher. Und es war absehbar, dass sie nicht mehr lange leben würden. Mein Bruder hatte ich beerdigt. Meine Mutter hatte irgendwann mal gesagt, wenn ich mal sterbe, möchte ich auch, dass du die Beerdigung machst. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, jetzt möchte ich mal mit euch darüber reden. Wie wollen wir das eigentlich machen? Habt ihr Lieder? Habt ihr Wünsche? Und dann habe ich sie angesprochen, habe gesagt, sag mal, und was mir aber noch viel wichtiger ist, ich würde gerne bei der Beerdigung sagen können, wo ihr hingegangen seid. Ich möchte gerne, dass ihr wisst, dass da ein Gott ist, der auf euch wartet, dass ihr nach Hause kommt. Ich möchte nicht nochmal, so wie mit Frank, nicht wissen, was los ist. Und beide meiner Eltern haben ihr Leben Jesus gegeben. Und dann, keine 3 Monate danach, habe ich innerhalb von 4 Wochen erst meine Mutter und dann meinen Stiefvater beerdigt. Und beides Mal war das bei aller Trauer ein Freudenfest, weil sie sind in eine Wohnung gegangen, die für sie bereitet war. Da etwas für sie vorbereitet und ich werde sie wiedersehen. Das weiß ich. Und Jesus sagt hier, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Viele Wohnungen. Da sind so viele, dass viele Menschen dazukommen können. Da ist noch Platz. Das reicht. Wir müssen niemand aus der Gemeinde rauskicken. Wir müssen keinen Exklusivanspruch haben. Es gibt so viele Milliarden Menschen auf dieser Welt, die noch nie von Jesus gehört haben. Und gerade die verfolgten Christen sind die missionarischsten Christen. Ja? Wir haben einen Auftrag, den Menschen zu sagen, da ist eine Wohnung, da ist eine Ewigkeit, da ist eine Hoffnung. Und das ist kein Vertrösten auf die Ewigkeit, sondern das ist für uns, die wir hier sind, ein völlig anderes Leben. Wenn ich weiß, dass ich von Gott komme, dass meine Bestimmung und meine Berufung von ihm kommt, dass ich hier ein Leben leben kann aus seiner Gegenwart und dass das übrigens auch nicht aufhört, dann kann ich geduldig sein in Krisen, dann kann ich Krankheiten ertragen, dann kann ich Leid ertragen, dann kann ich für die Verfolgten beten, dann kann ich so vieles, weil ich weiß, da kommt noch mehr. Dann kann ich mich für die Umwelterhaltung einsetzen, ohne dass ich die vorhergehende Generation fertig machen muss, ohne dass ich sagen muss, ihr seid die Bösen, sondern dann kann ich das im Miteinander tun. Weil ich eine Hoffnung habe, die darüber hinausgeht. Heute Morgen möchte ich fragen, ist hier jemand, der für sich so sagt, Mensch, das habe ich noch gar nicht gewusst. Das war mir nicht klar. Und ich möchte heute Ja sagen zu Jesus. Heute Morgen ist die Gelegenheit da. Und es kann auch sein, dass jemand da ist und sagt, mir war gar nicht klar, dass meine Berufung aus dieser Gegenwart Gottes ist. Ich frage immer nach irgendetwas, was da vielleicht noch kommt, anstatt einfach das zu leben, wo ich da bin und hier und jetzt ein Zeuge, ein Licht zu sein.
dann möchte ich euch bitten, dass ihr das mit Jesus neu festmacht, dass ihr sagt, hier bin ich, Herr. Danke, dass ich bei dir Heimat gefunden habe. Und auch wenn Menschen da sind, die sagen, Mann, ich bin so unversöhnt mit meinem Leben und so vieles ist schiefgegangen, dann möchte ich dir sagen, Jesus sagt dir heute Morgen zu, du bist mein geliebtes Kind und in des Vaters Hauses eine Wohnung für dich. Sei willkommen, komm daher. Diejenigen, die heute eine Entscheidung machen wollen, vielleicht zum ersten Mal oder erneut, die möchte ich gleich bitten, in einem Moment, wo die anderen die Augen schließen, einfach an ihrem Platz die Hand zu heben, dass ich euch sehen kann als Zeichen vor Gott, zu sagen, ich möchte das heute machen, ich möchte das heute festmachen, ich möchte einziehen bei diesem Gott, ich möchte in meine Wohnung kommen. Und danach werde ich ein Gebet sprechen, ich spreche es in kurzen Sätzen und wer mag, der darf das dann gerne mitsprechen. Lass uns die Augen schließen und ich frage, ist heute Morgen jemand da, der sagt, ich möchte das festmachen bei Jesus? Dann zeig das doch kurz auf, als Zeichen vor Gott, dass du das möchtest. Vielen Dank. Wenn noch jemand da ist, mach das einfach gerne fest. Dankeschön. Lass uns miteinander beten. Herr Jesus, danke. Du hast eine Wohnung bereitet. Du hast die Erde wunderbar geschaffen und mich wunderbar geschaffen und an einen Platz gesetzt, der dir gefällt. Vergib mir bitte, wenn ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir, wenn ich das nicht erkannt habe. Ich möchte heute zum ersten Mal oder ganz neu zu dir Ja sagen. Ich möchte dir mein Leben geben. Ich möchte erleben, dass du, Heiliger Geist, in meinem Herzen etwas veränderst. Dass ich mich angenommen fühle bei Gott. Ich möchte mich rufen lassen und berufen lassen von dir. Danke, Herr, dass du diesen Neuanfang möglich machst. Amen.